Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Und wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal hier seid, ich bin Sebastian, das da hinten ist Ben und ihr seid auf Tupac VR. Hier geht alles rund um das Thema VR, also egal ob Hardware, Gameplays und ja, wie heute News-Sendungen. Also das gibt es hier auf meinem Kanal zu sehen und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, also jetzt hier auf den Abo-Button drücken und ja, Like sowieso nicht vergessen. Ja, Leute, wir haben wieder einige Themen heute auf Lager und fangen wir einfach mal ganz kurz mit dem Durchlauf an. Also wir haben einmal Oculus Link Bonus, also da gibt es einen Bonus, wenn ihr jetzt eine Quest 2 kauft und die mit dem Link ja, verbindet, dann ja, haben wir gerade mal 90 Hertz für die Quest 2 bekommen und schon wird getwittert, ja, es sind auch 120 Hertz möglich, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ja, dann haben wir eine neue Fortbewegung, das Cat Loco S, das schauen wir uns an. Dann gibt es eine Kickstarter-Kampagne zu einer neuen ja, Haptik-Weste, die heißt Shockwave. Und ob es wirklich ja, ein Konkurrent für Behaptic sein kann, schauen wir uns mal ganz kurz an, die Infos, die wir so haben von der Kickstarter-Kampagne. Ja, dann gibt es wieder eine Kickstarter-Kampagne und zwar Cybershoes. Die kennt ja eigentlich fast schon jeder, aber die wird jetzt auch für die Quest 2 verfügbar. Und ja, da gibt es jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne, die schauen wir uns mal ganz kurz an. Dann haben wir einmal Virtual Desktop Update für WLAN-Streaming. Also da gibt es eine Neuigkeit und das werde ich definitiv jetzt bald auch mal testen. Ich hoffe, ich komme da mal zu, weil momentan habe ich echt so viele Sachen zum Testen und ich komme nicht mehr hinterher. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich könnte eigentlich einen Halbtagsjob daraus machen, aber ja, hier, ne? Ja, dann gibt es ein kleines HP Reverb G2, ja, Bestellerchaos, sage ich mal. Da schauen wir uns mal ganz kurz die News an. Ja, dann gibt es einen eventuell bald einen Headset von JVC oder GVC, von Kenwood quasi, einen VR-AR-Mix-Headset. Und ja, das war es eigentlich schon mit der Hardware-Sache. Dann kommen wir ja, in den Gameplay-Sektor rein. Da habe ich einmal Stargaze, das ist ein Adventure-Game. Dann gibt es ein Hellsplit-Update, da schauen wir uns mal ganz kurz die Neuigkeiten drüber an. Dann gibt es noch Ride, das ist auch ein Adventure-Game, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und dann habe ich noch diesen Rätsel-Adventure Plexus, das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zur ersten News und das ist Oculus Link Bonus. Ja, Leute, erste News und ja, eigentlich ist ein Geburtstag ja eine fröhliche Aktion, tolle Sache und da muss ich aber jetzt leider erstmal sagen, finde ich jetzt gerade bei der Sache nicht so. Also von mir gibt es jetzt erstmal Richtung Oculus ein Double Dislike, denn das, was die gemacht haben, ist meiner Meinung nach als Oculus-Kunde Kundenverarsche und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt es natürlich auch gerne mal kommentieren. Entweder in den Kommentaren oder jetzt während der Premiere in dem Chat. Und ja, um was geht es sich? Wir haben Oculus Link Geburtstag, also der Oculus Link ist ein Jahr alt geworden und der Oculus Link ist eine Kabelverbindung von dem PC zur Quest 1 oder 2, also es ist eine USB-Kabelverbindung und da wird quasi das Bild, was auf dem PC läuft, zur Quest gestreamt und das funktioniert echt gut. Die haben da echt sehr, sehr gut dran gearbeitet und das Bild ist auch schon viel, viel besser geworden als noch anfangs. Und ja, das funktioniert entweder mit dem originalen Oculus Link Kabel, was ich hier habe. Das kostet 99 Euro, ist verdammt viel Kohle. Aber es ist auch, hat eine gute Länge und ich glaube 5 Meter sind es. Und ist mega flexibel, also ist, man merkt schon, dass das Qualität ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich 99 Euro rechtfertigt. Aber ungefähr gleiche Kabel, die aber nicht so flexibel sind, da ist man auch schon bei 40, 50 Euro. Von daher muss man da ja, entscheiden, was man dann haben will oder machen möchte. Aber für die Leute, die wirklich einen guten PC haben und die Quest haben, kauft euch ein USB-Link-Kabel, entweder original oder nicht original. Ihr werdet das definitiv nicht bereuen. So, und Oculus hat sich jetzt gesagt, okay, zum Jubiläum geben wir den Quest 2-Käufern Asgard's Wrath umsonst, aber Vorsicht, nicht allen Quest 2-Käufern, sondern nur Leute, die es ab dem 20.11.
21 Uhr gekauft haben. Und damit tritt man den Erstkäufern der Quest 2 sowas von dermaßen zwischen die, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Und also ich fühle mich jetzt echt definitiv verarscht, denn es ist ein cooler Titel, kostet 39,99 € und hier werden mal wieder die Erstkäufer komplett verarscht, egal ob man das Spiel jetzt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sowas geht gar nicht und eigentlich hätten die sagen müssen, okay Leute, wir schenken euch das Spiel, wenn ihr das bis zum 31.01.2021 gekauft habt. Das wäre fair gewesen, da wären alle dann dabei gewesen, die die Quest 2 von Anfang unterstützt haben, obwohl es ziemlich viele negative Sachen da kamen, von wegen den Datenschutzbestimmungen, die jetzt hier in Deutschland sind. Aktuell wird das Oculus ja überhaupt nicht mehr in Deutschland verkauft, egal ob Rift S, Quest 1, Quest 2. Man kriegt ja gar nichts mehr in Deutschland. Man muss definitiv im Ausland bestellen. Zum Beispiel bei Amazon Frankreich ist die Quest 2 noch bestellbar. Aber ja, wenn sie das so gemacht hätten, hätten sie den Erstkäufern auch gezeigt, okay, ne? Ihr seid uns auch viel wert und ihr bekommt das auch. Aber nein, machen die nicht. Und das finde ich eine riesengroße Frechheit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe da auch eine kleine Umfrage unter den Community-Tab bei mir gemacht auf dem Kanal. Und ja, da waren, glaube ich, jetzt 53 zu 47, glaube ich, ungefähr. Also 53% fühlten sich da jetzt auch verarscht und finden die Aktion echt mies. Und ja, die andere Seite fand es halt okay. Und ja, da würde ich gerne eure Meinung jetzt ja, gerne in den Chat schreiben oder später in die Kommentare. Also da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es nicht gut und ja, also Oculus macht sich meiner Meinung nach immer unbeliebter oder Facebook. Und ja, da habe ich auch schon so viele negative Kommentare über Facebook Oculus bekommen, jetzt zur Quest 2. Und ja. Zu Recht, da gibt es super viele Leute, die da mega große Bedenken haben. Und ja, ob man das Ding jetzt unterstützt oder nicht, muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Aber diese Aktion finde ich jetzt absolut nicht gut. Ja, bleiben wir aber bei dem Thema Oculus und gehen wir mal zum anderen Thema über. Und das hat was mit dem Display zu tun. Ja, wir waren alle froh, als jetzt das Update 23 bei der Oculus Quest 2 ankam. Ich habe heute mal gelesen, es gibt immer noch Leute, die haben es leider immer noch nicht. Aber es wird jetzt ausgerollt oder ist dabei. Und ja, jetzt gibt es 90 Hz native Unterstützung für die Quest 2. Und das ist erstmal cool. Ja, und dann haut der Carmack mal kurz bei Twitter raus. Ja, das Teil kann aber auch 120 Hz unterstützen. Ne? Also so ist es nicht. Und ja, eigentlich eine coole, positive Meldung. Aber jetzt kommen wir zu den Negativpunkten. Wenn man, sage ich mal, 120 Hz jetzt da aktivieren würde. 120 Hz sind natürlich auch rechenintensiver. Ne? Ob wir jetzt 90 Bilder pro Sekunde berechnen müssen oder 120 Bilder pro Sekunde, ist natürlich ein großer Unterschied. Und ja. So viel Mega-Power, auch wenn die Quest 2 jetzt mehr Power hat. Ja, unendliche Rechenpower hat die jetzt auch nicht. Und ja, das fehlt dann eventuell wieder bei den ein oder anderen Spielen, weil die natürlich jetzt optimiert sind auf 90 Hz. Und ja, Oculus hat da Bedenken oder einige Mitarbeiter hatten Bedenken und Carmack kann diese Bedenken verstehen, aber er hat dennoch genug Argumente dafür. Und ja, noch ein Negativpunkt ist natürlich, wenn man ja, höhere Rechenleistung hat, dann zieht das natürlich auch mehr Strom. Und mehr Strom heißt weniger Akkulaufleistung. Und ja, das ist alles nicht so positiv bei der Oculus Quest. Und ja, schauen wir uns mal das Ganze weiterhin an. Genau, hier steht auch nochmal, dass die Quest ja 72 Hertz hatte. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mal bei der Valve Index so ein bisschen rumgespielt, habe mal mit 90 Hz, mit 120 und dann gab es ja diesen 144 Hz-Modus. Und ich muss sagen, ich merke es nicht wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen angenehmer ist. Aber es kann auch entweder ein Placebo-Effekt sein oder einfach nur ein bisschen unterbewusst. Wird das Gehirn wahrscheinlich als angenehmer empfinden, aber so wirklich sagen, boah, wow, das ist jetzt der Hammer, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal unter die Kommentare oder in den Chat schreiben, ob ihr das sofort seht, wenn man anstatt
ja, 72, 90 Hertz oder anstatt 90, 120 Hertz spielt. Ob das so bei euch direkt wirklich bewusst bei euch sich festlegt, ja, das ist mega. Also das ist ein mega Unterschied. Also, kann ich jetzt nicht sagen, aber gut, gibt vielleicht Leute, die das direkt wirklich merken. So, jetzt steht hier, wichtiger Punkt, nehmt die höchste verfügbare Bildwiederholrate nicht als Standard, sonst wird eure VR-App schlecht laufen, wenn wir Unterstützung für 120 Hz veröffentlichen. Klar, wie gesagt, wenn jetzt sagt, Oculus sagt, ja, 120 Hz ist freigeschaltet, dann versuchen die Spieleentwickler natürlich auch auf 120 Hz zu gehen. Und ja, dann kann es passieren, dass eventuell einige Spiele da echt Probleme haben, diese zu 120 Hz stabil zu halten. Und also ich sehe lieber 90 Hz stabil als 120 Hz stocken, muss ich ehrlich sagen. Und ich gucke auch lieber 90 Hz und ein bisschen bessere Grafik, bisschen bessere Texturen als 120 Hz mit abgespeckter Sachen. Von daher, ja, sehe ich so. Und ja, meine Meinung zu dem Thema jetzt, ne? So, und dann steht hier immer noch, unklar ist, ob Carmack auf ein möglichst 120-Hertz-Update für Oculus Quest 2 anspielt. Oder schon von einer neuen VR-Brille. Ja, aber er sagt ja, das Display kann es, aber die haben sich erstmal dagegen entschieden. Ob das jetzt dann für die Oculus Quest 2 kommt, ist natürlich auch noch dahingestellt, ne? Oder sei dahingestellt. Und genau, Oculus hat ja damals bei der Oculus CV1 festgelegt, 90 Hertz ist der PC-VR-Standard, sage ich mal. Und alles darunter ist halt kein gutes VR-Erlebnis, widerspricht aber auch wieder, dass halt mit der Quest wirklich auch man ein gutes Erlebnis hatte, auch mit 72 Hertz. Und ich glaube, die PSVR hat ja auch ein bisschen weniger als 90. Und ja, man kann darauf auch spielen, ne? Aber klar, mehr ist immer besser. Aber es geht auch, wenn es ein bisschen geringer ist von der Herzzahl. Also ich bin da sowieso nicht so empfindlich, aber es gibt vielleicht Leute, die da sehr empfindlich drauf reagieren, wenn es halt weniger Herzzahl sind, ne? So, ja, hier wird nochmal darauf angespielt. Wäre vorstellbar für bestimmte bewegungsintensive Spiele wie Beat Saber, dass die auf 120 Hertz laufen. Klar ist für diese Spiele, wo man wirklich Millisekunden ja, Zeit nur hat, vielleicht macht das wirklich viel aus. Genau wie bei irgendwie Ego-Shootern, wo ja, diese Profis ja riesen Herzzahlen an ihren Monitoren haben, weil sie dann halt noch besser sind beim Zielen und so weiter und so fort. Macht vielleicht Sinn. Aber dafür bin ich eh zu alt. Für Beat Saber auch, definitiv. Also ich komme bei diesen Rhythmusspielen sowieso nicht so wirklich gut mit. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre Cut Loco S. Ja, viele von euch kennen bestimmt den Catwalk und damit meine ich jetzt nicht den Laufsteg für Models, sondern von der Firma Cat diesen, ja, diesen riesen Trümmer eigentlich für Arcade-Hallen gedacht. Da gab es dann auch jetzt eine neuere Version, Catwalk Mini. Für zu Hause, da hat man wirklich so ein Gestänge, wo man dann drin hängt und kann dann wirklich auf so eine Plattform sliden und kann sich dann halt bewegen in VR. Also man läuft wirklich auf diesen Laufsteg, sage ich mal, und oder Tretmühle hat man das ja auch genannt, VR-Treadmill, und ja, kann dann sich in VR so bewegen. Und jetzt haben die eine neue Bewegungstechnik für VR, das nennt sich Cat Loco S. Und hier sehen wir auch auf dem Bild, wir haben drei Tracker, einen am Bauch oder an der Gürtelschnalle und zwei an den Füßen. Und ja, damit sollen wir uns in VR fortbewegen, müssen auf der Stelle immer hoch runter. Es ist natürlich mit Sicherheit auch eine Fitnesssache, ist bestimmt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich mich ständig so bewegen möchte. Wir gucken uns da gleich mal so ein bisschen ein kleines Video an von Cat Loco. Und ja, das Paket kommt mit drei Sensoren und ja, die haben eine Wireless-Verbindung. Ich glaube, einer von denen wiegt 35 Gramm, also auch sehr, sehr leicht. Hier sehen wir die Dinger. Kosten aktuell 183 US-Dollar und sind im Angebot momentan. Normal waren die 230 Dollar. Und ja,
würden normale gängigen Brillen werden unterstützt. PlayStation VR, Vive, Oculus Quest 2 mit Link und Valve Index. Die Kompatibilität mit HPs Neuer Reverb G2 wird laut Cat VR gerade getestet. Ja, WMR-Brillen sind ja immer so eine Sache. Also ich sehe auch oft bei Spielen, dass die keine WMR-Unterstützung haben, offizielle Unterstützung, obwohl es dann funktioniert. Aber gut, WMR ist momentan aktuell noch nicht so wirklich gut unterstützt, finde ich. So, der Akku hält laut Cat VR bis zu 7 Stunden. Also ist schon ordentlich, muss man sagen. 50 Stunden im Standby und ist innerhalb einer Stunde aufgeladen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ja gut, hier gehen die darauf ein, dass natürlich durch diese Bewegung auch Motion Sickness ja, verbessert wird oder komplett eliminiert wird, denn man bewegt sich ja wirklich dann, ne? Man hat dieses Gefühl, die Innenohren haben die Bewegung. Das ist ja immer das Problem, dass das Innenohr wirklich keine Bewegung feststellt. Und das ist genau das Problem, warum uns, wenn wir zu viel Alkohol getrunken haben und wir gehen dann oder wir fahren mit dem Auto, diese ganzen Nervenbahnen und alles, diese Signale, die gehen verloren vom Innenohr und ja, dadurch wird uns dann irgendwann schlecht. Wir sehen halt, dass wir uns bewegen, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren und das Innenohr kriegt das aber alles gar nicht mehr gefiltert. Dann wird uns schlecht und genau das ist das Prinzip bei Motion Sickness, denn hier sehen wir auch in die VR-Brille rein und ja, bewegen uns, sage ich mal, mit dem Thumbstick einfach links, rechts, vorne, ist egal wohin. Und wenn das schnell genug ist und wir stehen ja auf der Stelle oder sitzen sogar, das ist noch schlimmer als stehen, ja, dann sagt das Innenohr und Gehirn irgendwann, hallo, irgendwas stimmt nicht. Und ja, dann wird dem einen oder anderen schon mal sehr, sehr übel und ich kann da auch ein Liedchen von singen. Also mir ist früher auch ständig richtig übel geworden und das ging dann echt 2, 3, 4 Stunden so, dass ich echt gar nichts mehr machen konnte, nur noch auf der Couch liegen. Das mal dazu. Also es könnte definitiv auch Motion Sickness reduzieren oder komplett ausmerzen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Bewegung da ist. Da sehen wir so einen kleinen Sensor, kann man einfach an den Gürtel heften. Bisschen leiser, dass ihr mich auch noch hört. Since the first VR headset, virtual Wir haben ja noch reality ganz alte industry Brillen has hier. always been heading towards full physicality for controlling the body movement. This is the last step to creation of a complete VR system with head control for vision, hand control Es for ist natürlich manual cool, interactions, dass and es so foot gut control for funktioniert, locomotion. aber ja, ich weiß nicht, ob ich This wirklich die ganze effectively Zeit so spielen increases möchte. immersion, reduces motion Ist mit sickness, Sicherheit schon and für manche gives you Spiele echt unlimited cool. space in VR. As the third pillar of immersive VR, Cat Aber Loco müsste ich echt allows you to ausprobieren, carry out ich a hab's ja wide nicht variety und of intuitive and accurate actions. Dann könnte man da Walk, wirklich erst run, ein and richtiges stop Fazit abgeben. Es instantly, sieht auf then jeden use Fall analog interessant aus, speed, muss ich thanks sagen. to our deep integration sensors and Cool wäre inertial natürlich motion auch, wenn capture die auch noch algorithm für die system, Füße we getrackt can werden achieve für manche enhanced Spiele, dass wir accuracy auch and die low ganz motion normalen latency Füße within dann 20 ja in milliseconds. VR getrackt haben, Our ne, wie mit sensors den provide Vive-Trackern. decoupled Also das head würde and ich body echt auch gerne directions, machen, allowing you aber to die sind mir independently echt zu teuer, manual diese aim and Vive-Tracker. shoot Muss while ich ehrlich sagen, confidently das ist mir moving jetzt towards nicht any intended das direction. wert, was dann im Our Endeffekt ist, algorithms dass will ich ab und accurately zu bei recognize your Blade and actual Sorcery, intentions, allowing you to ich weiß nicht, walk ob es bei when you Hellsplit, want glaube and ich, auch avoid ging, frustrating ja, die Füße inadvertently sehe, move ne? when you don't as you continuously use room scale support. If you ever Und find hier sehen wir yourself bei Arizona overwhelmed in Sunshine, dass close er auch dann combat, you nach can hinten geht, effortlessly um retreat or wahrscheinlich ein simply bisschen strafe to take nach cover. hinten zu laufen. Fully utilize Cat Loco support for a wide Ob variety das of dann auch movements. programmierbar ist, weiß ich Performing nicht. multiple fast-paced actions will help you catch your opponent. Ja, das erstmal zum Cat Loco S. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Und kommen wir zum nächsten interessanten Ding und das ist die Kickstarter-Kampagne von Shockwave. Und ja, das könnte die Konkurrenz zu B-Haptics werden. Mal schauen. Ja, Leute, wer will das nicht? VR wirklich fühlen. Und ja, B-Haptics hat ja angefangen mit der B-Haptics-Weste. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Falls ihr das Video verpasst habt, hau ich oben in die Infobox. Also könnt ihr gerne mal reinschauen bei dem Video. Und ja. Shockwave ist jetzt eine Kickstarter-Kampagne, Shockwave VR, also die Firma heißt Shockwave. Und ja, die machen jetzt eine Weste oder ja, wollen eine produzieren. Und das sieht eher aus wie einfach so ein ganz kleines Hemd. Also wenn ich mir die B-Haptics-Weste da anschaue, wie schwer die ist und ja, ja, alleine schon wie militärisch die aussieht. Die sieht aus wie so eine schusssichere Weste. Und das ist irgendwie so einfach so ein Ding, was man sich überzieht.
Und das soll wohl 64 Sensoren, Aktuatoren haben, die uns wirklich signalisieren, okay, da ist jetzt gerade was, ich wurde getroffen oder weiß der Geier was. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz hier. Show you what lies ahead of the future. A suit, which makes your VR experience more real than reality itself. Let us show you how Shockwave is going to change the way people interact with VR. The suit uses a point-to-area spread, high-definition haptic feedback system. Genau, und es gibt noch Emu-Tracking-Sensoren. Das heißt, ja, da wird der Körper auch nochmal getrackt. Die Beine werden getrackt, wie die sich bewegen und so weiter und so fort. Und ob der, ne? Das ist ja immer bei den Avataren das Problem, dass die Arme sich so komisch bewegen, weil einfach Informationen fehlen vom Ellbogengelenk, sage ich mal. Und die sind dann hier auch nochmal verbaut. Body tracking that takes immersion inside virtual reality to unbelievably realistic levels. While designing Shockwave, our priority was to deliver a state-of-the-art haptic sensation. Und es our proprietary klingt und sieht natürlich gut aus und die Weste sieht so, sensations, ja, so wie normales T-Shirt oder kleines Hemd aus. Ich bin da jetzt echt skeptisch. Ich bin skeptisch, ob das wirklich so gut ist, wie die da jetzt sich das vorstellen, like oder was sie da so machen wollen. Ob das mit der Behaptics-Weste wirklich mithalten kann. Ja, da sehen wir die Bewegungen nochmal, ne? Diese Emu-Tracking-Sensoren. Shockwave will take your online multiplayer experience with cool, friends ne? to a mind-blowing level of immersion, so that you see every move and you feel every hit. In addition to that, for sensing IMU sensors and on multiple haptic delivery systems. So, there is no going back. Da habe ich auch gleich noch ein Video zu, wo der Inhalt gezeigt wird von dieser Weste. Natürlich ist das alles nicht final, aber da kann man sich schon mal ansehen, wie die da momentan dran arbeiten und wie das aussieht. So, ja, der Mindestbeitrag, um wirklich auch ein Suit zu bekommen. Also der Suit ist halt Oberteil, dann mit diesen Beinsensoren noch dabei. Und da sind dann auch noch drei Suit Ready Single Multiplayer VR Games dabei und kostet dann $265. Ist natürlich, wenn es ein gutes Produkt ist, nicht zu viel, aber wie immer bei Kickstarter, man läuft Gefahr, dass man eventuell entweder kein Produkt bekommt oder ein Produkt, was überhaupt nicht dem entspricht, was man sich so vorgestellt hat. Aber ja, das wissen die ganzen Leute, die bei Kickstarter schon länger unterwegs sind und da schon einiges ja, gebackt haben. Wir wissen das schon länger und ja, da ist halt ein gewisses Risiko ist dabei, ne? Ja, und hier steht halt 64 Haptikpunkte sind das, um wirklich diese ganzen Sachen zu fühlen. Bei der Behaptics-Weste, bei der großen sind es 40 nur, aber fühlt sich trotzdem cool an und die haben auch dementsprechend gut Power, was ich mir jetzt da gar nicht so vorstellen kann, aber ich lasse mich da echt gerne positiv überraschen, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden hier. Aber da könnt ihr auch gerne eure Meinung nochmal zu kundtun in den Kommentaren oder im Chat. So, da wird nochmal gezeigt, ne, diese Tracking-Sensoren. 15 Meter Wireless soll es funktionieren. Obwohl, ja, wäre es schon 15 Meter vom PC entfernt, eventuell in Arcade-Hallen natürlich, ne? Ja, soll mit allen gängigen Brillen, ne, funktionieren. Auch hier fehlen wieder die WMR-Brillen. So, dann kommen wir mal zu diesem Video, was ich euch gesagt habe. Da kann man dann den Inhalt mal sehen, wirklich. Und ja, schauen wir mal rein. So in this video we are going to cut open. Aber es wird natürlich auch jetzt ein Prototyp sein. Ich glaube nicht, dass so die finale Version aussieht. So we'll cut the suit open. Und hier muss es natürlich noch aufschneiden. Ja.
Die müssen sich natürlich was überlegen, dass man wirklich ein Inlay hat, was man dann auch irgendwie waschen kann. Also man wird die ganze Weste nicht in die Waschmaschine stecken können und waschen. Und besonders wenn man VR spielt, ihr kennt das alle, Sportspiele, da schwitzt man auch schon mal gut. Und guck mal hier, allein diese Verkabelung, ich bin mir nicht sicher, wie schnell das da abreißt, ne? Okay, wie gesagt, es ist ein Prototyp und ist nichts Finales. Aber schon mal interessant zu sehen, wie das Ganze da aufgebaut ist, angeordnet ist. Open the one in the front also. These are also the front ones. All the haptics to the main PCB. That is in the other layer. Wenn ich mir überlege, die Haptics-Sensoren oder Aktuatoren, die Motoren sind so ungefähr so groß, wenn man so in die Weste reinkommt. Und das waren so kleine, weiß ich nicht, die waren ja richtig, richtig klein, diese Aktuatoren da gerade, ne? Und ob man die dann wirklich gut fühlt. Okay, da haben sie die Elektronik hinten drin. The bigger one is the main PCB that controls all the features, the IMU, the wireless feature and the haptic. All these sensors cannot be done without having external sensors that are fitted on the legs. Ja, da haben wir diese Tracking-Sensoren. This is the diese weißen Kästchen, die auch gerade hier waren, ne? And we go down. Also, wenn ich mir das jetzt so anschaue, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, Prototypen sehen meistens sehr chaotisch aus und auch nicht wirklich gut. Von daher muss man da jetzt erstmal abwarten, was da wirklich bei dem fertigen Produkt rauskommt. Ist ein interessantes Projekt, sage ich mal. Und ich würde es auf jeden Fall gerne testen, aber ich bin bei sowas echt vorsichtig. Die haben ihr Ziel erreicht, also die Dinger kommen definitiv auf den Markt. Wenn denn nicht irgendwas Schlimmes passiert, die Firma irgendwie pleite geht oder sonst was, das ist das Risiko bei Kickstarter ja immer. Und ja, alles andere muss man jetzt echt abwarten. Wenn es da Updates gibt, es gibt vielleicht neue Videos, wo die eventuell neuen Prototypen zeigen, dann werde ich da definitiv in den News-Sendungen auch nochmal was von zeigen, damit wir so einen kleinen neuen Stand haben. Also wenn es eine gute Weste ist und die gut funktioniert, sind $265 nicht so viel. Wenn man dann aber jetzt wirklich ein Ding hat, was absolut kaum spürbar ist oder nur ganz leicht, also ich finde, man muss das schon richtig krass merken, sonst macht es einfach keinen Spaß. Aber lass uns überraschen und kommen wir zum nächsten Thema. Und das wäre auch wieder Kickstarter, eine Kickstarter-Kampagne von der Firma Cybershoes. Ja, die Firma Cybershoes hat auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet und die wurde auch schon erreicht mit dem Ziel von 25.267 Euro. Und wir sind jetzt bei 37.670 Euro und ja, ich würde mal sagen, Gratulation, habt ihr gut geschafft und 38 Tage sind noch verbleibend und wir gucken uns das ganze Projekt mal ein bisschen an. Und das ist jetzt für die Version Oculus Quest und Quest 2, da gab es ja vorher noch keine Cybershoes für. Und schauen wir uns mal ganz kurz das Video hier an. Cybershoes are the first and only shoes that let you control your favorite games in the virtual space. Wer die Cybershoes nicht kennt. Run, walk, sneak and jump. Man rast quasi und bewegt sich fort mit den Füßen. Our first campaign was a huge success and we were able to bring freedom of movement back to the players. For their VR PC setups, the Oculus Quest and Quest 2 don't need a PC or bulky wires for a full VR experience. So we have released Cybershoes for Quest. Hook up the new receiver to your Quest headset. Strap on your cyber shoes and get moving. The seated position and better foot response cut out traditional motion sickness and lets gamers stay in the game longer. As your legs move you around, the chair is forgotten in no time. Walking in VR can be tricky if you aren't careful enough. Real space borders limit you from complete transition into the VR metaverse. Players are half in the game and half worried about bumping into something. Multiplayer is just an accident waiting to happen. For the first time, you can sit next to your friend in the real world and run side by side in epic adventures while staying deeply immersed in the action. Getting the system set up is easy.
with a quick plug-and-play installation, and the shoes are one size fits all. Use the bindings to securely strap your foot. Ja, braucht man ja nicht ganz zu gucken. Jetzt habt ihr auf jeden Fall die Leute, die die Cyber-Shoes noch nicht kennen, habt ihr so eine ungefähre Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Und ja, jetzt bei dieser Kickstarter-Kampagne oder neu ist auch dabei, dass man hier so einen Receiver hat. Und ja, der wird halt vorne an die Quest montiert und dann mit einer USB-Verbindung dann ja mit der Quest verbunden. Und ja, das wird wahrscheinlich über Bluetooth trotzdem funktionieren. Das wird wahrscheinlich nur für die Energie sein, also für die Elektronik hier. Ist aber auch nur eine Vermutung, oder ob die Signale dann da zur Quest gehen, weiß ich nicht. Ich denke aber eher, dass das hier eine Bluetooth-Verbindung sein wird, die dann auch mit der Brille kommuniziert. Ja, der Early Bird Reward ist 279 US-Dollar, ungefähr 235 Dollar und beinhaltet die Schuhe, den Stuhl, den Quest Receiver, ne, die vorne dieses weiße Teil. Dann der Cyber Carpet, das ist dieser runde Teppich, den ihr da gesehen habt, und USB-Kabel. Und ja, das für 235 Dollar oder Euro. Und ich habe es ja auch noch nicht ausprobiert. Ich hatte mal angefragt damals, ob ich einen Testkit haben kann, um das euch zu zeigen. Habe ich leider keins bekommen. Fand ich echt schade, sonst hätte ich das gerne mal vorgestellt auf meinem Kanal und auch meine Einschätzung davon euch mitgeteilt. Ich kann mir momentan echt auch noch nicht vorstellen, wie bei diesem Cat-Loco, wie das Gefühl ist, damit halt zu spielen. Ne? Ich kenne kein anderes Spiel als hier im Raum stehen und halt mit Thumbsticks zu spielen. Und da hätte ich auch gerne mal einen Vergleich. Cybershoes, Cat Loco. Ne? Also, wenn die Firmen das da draußen sehen, ihr könnt mir gerne ein Testkit zur Verfügung stellen. Und dann werde ich das definitiv mal auf meinem Kanal auch testen und da auch mein kleines Fazit zu geben, würde ich mal sagen. Ja, ist auf jeden Fall interessant und das mit der Quest profitiert natürlich nochmal immens, weil normalerweise hat man hier immer das Kabel vom PC-VR-Headset, auch wenn es von der Decke kommt, es stört. Irgendwann hat man es aufgewickelt und beschädigt das eventuell sogar. Und ja, mit der Quest hat man das Problem nicht mehr. Man kann sich die ganze Zeit auf diesem Stuhl drehen, wie man will. Und das ist natürlich positiv. Dafür machen die Cybershoes meiner Meinung nach für die Quest mehr Sinn als für die PC-VR-Brillen, muss ich einfach so sagen. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit Virtual Desktop dann spielen kann, ist es natürlich umso besser. Dann haben wir wirklich eine WLAN-Verbindung und können die Cybershoes nutzen. Aber da weiß ich nicht, wie das dann funktioniert mit Virtual Desktop und so weiter, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema. Und da wären wir direkt bei Virtual Desktop, diesem WLAN-Streaming. Und ja, da gibt es jetzt ein Update und das sollten wir uns mal anschauen. Ja, Leute, Virtual Desktop bekommt ein Update und ja, verbessert damit nochmal das WLAN-Streaming immens. Und ja, Virtual Desktop ist ja nicht nur ein Tool, was eigentlich dafür gemacht wurde, ja, PC-VR-Gamings oder Games auf die Quest zu bringen, sondern eigentlich war es dafür gedacht, unseren Desktop-Inhalt in die VR-Welt zu bringen. Und so hat es angefangen und der Entwickler Guy Godin, der entwickelt immer weiter an diesem Virtual Desktop und verbessert immer wieder weiter. Und die für uns eigentlich beste Erneuerung damals war halt, dass wir mit dem Virtual Desktop PC-VR-Games auf die Quest streamen können über WLAN. Und ja, das ist nochmal eine Ecke besser als der Oculus Link. Und das Ganze funktioniert schon sehr gut. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Also sorry, Leute, sonst hätte ich euch da wirklich mal einen, ja, wirklich einen Erfahrungsbericht geben können. Ich kenne es nur vom Hörensagen von meinen Kollegen, zum Beispiel der Zitronenarzt oder der Patrick von die Zockstube, die haben es schon getestet. Und ja, das muss wohl sehr, sehr gut funktionieren. Und außer für so wirklich Beat Saber Games, ja, Rhythmusmusik, Rhythmusspiele, wo man Millisekunden genau irgendwas treffen muss, da ist die Latenz natürlich noch ein bisschen zu hoch, macht damit nicht so großen Spaß, habe ich gehört. Aber wenn jetzt nochmal die Zeit verbessert wurde, ist das natürlich auch mal wieder so eine, ja, eine Möglichkeit, das nochmal neu auszutesten.
Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Und der hat es jetzt, er hat es geschafft, die Latenz nochmal um 10 Millisekunden zu verringern. Und das ist in VR echt viel. Und mit dem Update 1.18 haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auch hier dieses Fenster einblenden zu lassen. Und dann kann man sich die Streaming-Performance ja die ganze Zeit im Blick halten. Und ja, hier sehen wir einmal die Framerate vom Game, Bitrate, die Latenz. Und hier sehen wir nochmal eine Aufschlüsselung von der Latenz. Obwohl das jetzt hier 30 sind und keine 45, wo dann die 15 anderen Millisekunden herkommen, weiß ich nicht. Aber gut, hier haben wir wenigstens so eine kleine Auflistung, was wie viel Zeit braucht und ja, was die Latenz verursacht. Ist auf jeden Fall echt interessant. Und ja, das Update hat dann auch andere Sachen gebracht, wie schönere Umgebung, VR-Räume, fotorealistische. Und ja, das können wir uns hier mal angucken, was er. Das ist jetzt natürlich sehr klein, aber hier sehen wir die Räume, die er so gebastelt hat. Sieht natürlich sehr cool aus mit der Stadt da so aus den Fenstern, wenn man da rausguckt. Und die sind auch sehr, sehr hoch aufgelöst. Da gibt es auch Videos auf YouTube, kann man sich da anschauen. Da sieht das Ganze nochmal ein bisschen besser aus. Aber auf jeden Fall, der arbeitet da echt dran. Und ja, das Game kostet für Steam VR 12,99 €. Und was jetzt im Oculus Shop kostet, weiß ich nicht. Ich habe es für einen Oculus Shop und muss es noch für Steam VR kaufen. Und ja, er hat da auch weiterhin, ja, bringt er da Updates rein, dass auch ja, die Streaming-Kompatibilität gegeben ist für eine Reihe VR-Spiele. Ne? Stormland funktioniert jetzt wohl oder wohl besser. The Climb, Star Wars Squadrons, Hellblade und so weiter und so fort. Und ja, da kann man echt nicht meckern, wenn er da weiterhin immer wieder Updates bringt und alles verbessert. Besonders ja, mit dem WLAN-Streaming schafft er es, uns Questbesitzer da glücklich zu machen und uns kabellos zu halten. Aber dieses WLAN-Streaming kostet natürlich auch Akku und ich weiß gar nicht, wie es da mit der Akkulaufzeit dann aussieht, wie lange man dann so spielen kann. Aber ja, ich glaube, so viel weniger Zeit hat man dann aber auch gar nicht. Aber weiß ich nicht, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr es schon getestet habt, wie lange kann man also maximal ja, mit dem Virtual Desktop und der Quest spielen. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und ich versuche da in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein ja, Video zuzumachen. Und dann teste ich mal dieses Virtual Desktop. Wie gesagt, da bin ich momentan noch nicht zugekommen. Ja, Leute, dann kommen wir zur HP Reverb G2 oder dem Bestellerchaos. Ja, einen kleinen Shitstorm gab es ja schon bei der HP Reverb und ja, kann man verstehen. Natürlich, wenn man vorbestellt hat und man wird einfach nicht beliefert, wann man eigentlich damit gerechnet hat, ist natürlich ein fieses Gefühl. Und ja, jetzt gab es eine Pressemitteilung hier bei HP Reverb oder bei HP selber und ja, die bedanken sich natürlich erstmal an die VR-Community, dass halt sehr viele Leute schon ihre Headsets bekommen haben. Die haben wohl die Hälfte der Vorbesteller wohl rausgeschickt, haben tolles Feedback auch bekommen und natürlich auch nicht so tolles Feedback. Und ja, das größte Problem ist wohl, dass die Prios falsch gesetzt wurden und nicht die Vorbesteller priorisiert wurden, sondern auch Online-Shops, Händler, denn die haben, bevor alle Vorbesteller überhaupt beliefert wurden jetzt, haben die schon gemeldet, ja, hallo, wir haben welche auf Lager, ihr könnt bestellen und ja, da entschuldigt sich jetzt HP mega drüber, denn natürlich ist es nicht in Ordnung, dass die Vorbesteller erst nach den Händlern beliefert werden, weil das geht meiner Meinung nach gar nicht. Und ja, da entschuldigen sie sich natürlich auch. Und zusätzlich kommt, dass die auch nicht nur das Problem hatten, dass die halt irgendwo in der Logistik Probleme haben, sondern die haben auch Probleme mit der Produktion, so wie ich gelesen habe. Und die warten derzeit noch auf den zweiten Schwung von Lieferungen, dass die dann auch an die Vorbesteller rausgehen können. Und ja, wann das jetzt sein wird, weiß man natürlich nicht. Eigentlich war ja geplant, dass Ende September die ersten Vorbesteller ihre Headsets erhalten. Und das konnten die jetzt auch nicht einhalten. Jetzt hoffen die, dass bis Ende November die
die auszuliefern. Ob das jetzt klappt, weiß man natürlich auch nicht. Und Neubesteller sollen wohl, wenn man jetzt neu bestellt, Januar, also Januar 2021 wohl, ihre Headsets eventuell bekommen. Aber ob das auch so stimmt, muss man jetzt auch abwarten. Ja, wer von euch hat denn so eine G2 bestellt? Wer hat die eventuell sogar schon erhalten? Was ist euer Eindruck so von dem Teil? Und ja, wer wartet noch und ist traurig, dass er sie noch nicht hat? Also gerne mal in den Chat oder in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich für so ein kleines Update von der G2. Und dann schauen wir uns ein neues Headset an, ein VR-AR-Headset von GVC Kenwood. Was das für ein Teil ist, das schauen wir uns jetzt mal an. GVC Kenwood stellt ein Steam-VR-Headset her und das ist eine Mischung aus VR und AR-Headset und, Cut. GVC Kenwood stellt ein Steam-VR-Headset her, was eine Mischung zwischen VR und AR-Brille ist und das Ganze wird nur ein Business-Headset. Aber schauen wir uns trotzdem mal die Infos an, ich finde das ganz interessant und hier sehen wir ein Bild davon und als erstes fällt auf hier, haben wir nicht einfach nur eine Plastikabdeckung, sondern wir haben hier Linsen und wir können hier wirklich auch schon irgendwie das Bild sehen, was da innen drin gerade abläuft. Und hier sehen wir auch die Einbuchtungen für die Infrarotsensoren, damit die Lighthouse-Stations auch funktionieren. Also wir haben Steam-VR-Tracking und das Ganze kann dann auch mit den Vive-Controllern genutzt werden, kann mit den Vive-Index-Controllern genutzt werden. Aber gut, es ist nichts für Privatanwender, sondern eher für den Business-Bereich. Aber trotzdem hat es halt Steam-VR-Tracking. Und es scheint so, dass hier wirklich Linsen sind, wo wir dann wirklich in der VR-Welt auch die Außenwelt sehen. Und wie das Ganze funktioniert, ist ganz interessant. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein oder gleich drauf ein. Und erstmal kommen wir zu den kleinen Specs hier. Wir haben ein Sichtfeld von 120 Grad horizontal, 45 Grad vertikalen Sichtfeld, 2560 x 1440 Pixel pro Auge, also ist auch schon sehr viel. Bildwiederholrate von 72, was wahrscheinlich auch für den Business-Bereich vollkommen in Ordnung ist. Und hat zwei Displays drin, also 5,5 Zoll große LC-Displays, keine OLEDs. Und Gewicht ist bei 530 Gramm. Und jetzt kommen wir zu diesem System. Wir kennen ja bei normalen VR-Headsets, kennen wir das so, dass wir hier das Display haben in der VR-Brille. Also wenn hier die VR-Brille so ist, ist hier das Plastikcover, wo man halt nichts sieht. Und hier sitzt das Display. Dann haben wir hier unsere Linse, wo wir mit dem Auge drauf gucken. Und bei diesem Headset, ich wollte schon VR-Headset sagen, aber ist ja eigentlich kein richtiges VR-Headset, ist ein VR-AR-Headset. Auf jeden Fall haben wir hier oberhalb das Display liegen und das muss wohl dann hier drin sein. Also hier müssen die zwei Displays liegen, hier drin. Und dann haben die da irgendeine Spiegelkonstruktion gebaut, wo das Bild dann wirklich auch irgendwie den Weg zu unserem Auge findet. Und dass wir quasi trotzdem nach außen gucken können durch diese Linse hier, die wir auch da oben auf dem Bild gesehen haben. Und trotzdem halt unsere reale Umgebung sehen und dann aber auch nochmal das Bild von dem, was wir hier in den Displays sehen. Ne? Und die stellen sich das jetzt so vor. Wo war das? So, genau, hier. Ich sag mal, wenn man das im Auto hat, könnte man sich hier dann noch Sachen einblenden lassen. Man sieht die, hier sieht man wirklich die reale Umgebung. Das ist natürlich jetzt kein reales Bild, aber so stellen die sich das vor. Und hier könnte man dann halt Sachen noch einblenden. Ne? Und hier sieht man irgendeinen, einen Arzt, der irgendwelche Computertomographie-Aufnahmen vom Gehirn hat, so wie sieht es fast aus vom Kopf. Und der kann dann wahrscheinlich gleichzeitig immer mal wieder auf die normalen Aufnahmen gucken, kann aber auch in der VR-Welt sich das genauer anschauen und hat natürlich auch alles Vorteile für den Business-Bereich. Hier sieht man das auch. Also so ganz kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man da so durchguckt. Also ich hatte auch noch nie ein AR-Headset auf, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem, ich finde diese Technik auch cool mit dieser Spiegellösung hier. Und soll wohl auch sehr, sehr gutes Bild haben, hohe Bildschärfe und sehr gute Farbwiedergabe.
Also, mal schauen, wann die damit rauskommen und wann es da mal genauere Infos nochmal zu gibt. Und vielleicht kann man das dann auch irgendwo mal testen, wer weiß. Und Leute, das war's eigentlich schon mit der Hardware-News. Und jetzt kommen wir mal zu dem Gaming-Bereich. Ja, Leute, kommen wir zum ersten Game und das ist Stargaze. Und da habe ich jetzt einen Key zu bekommen. Und um euch das mal ganz kurz zu zeigen, habe ich auch ein ganz kurzes Gameplay aufgenommen. Und ich muss sagen, ist ein echt nettes, cool gemachtes Puzzle-Game. Und man ist so in so einem Observatorium, hat sein Teleskop vor sich und muss dann kleine Planeten entdecken, zusammensetzen, immer mal wieder Neuigkeiten in irgendein, dieses Buch, was wir da sehen, eintragen und wir müssen Fotos machen und so weiter und so fort und einfach entdecken. Und ich bin gespannt, wo das Game noch hinführt, was es noch so bietet. Ich habe jetzt wirklich das Gameplay, was ihr gleich seht, habe ich als erstes nur aufgenommen, um euch mal so einen kleinen Eindruck zu geben. Und war auch wirklich mein First Impression Video, sage ich mal, oder Gameplay. Und da wusste ich echt noch nicht, um was es sich so wirklich geht. Und da ist ein kleines Tutorial bei, was einen so ein bisschen erklärt, wie das Teleskop funktioniert. Und das Game kostet 15,11 Euro momentan. Bis zum 27. November ist im Angebot, ansonsten 16,79. Und alle Brillen werden so unterstützt. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, WMR-Brillen und kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Und wir können die Höhe optimal einstellen von diesem Teleskop. Also das heißt, wir können echt bequem im Sitzen auch spielen. Man muss nicht unbedingt da stehen bei. Also das ist echt ein Game, was man, glaube ich, echt gut im Sitzen spielen kann. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, gehen wir einfach mal kurz ins Gameplay und danach sehen wir uns wieder. Also das Spiel spielt in einem Observatorium mitten im Weltall, wie wir hier sehen. Und wir müssen uns hier unser... Hier können wir die Höhe einstellen vom Teleskop. Takes a transmitter. Adjust. Können wir jetzt hier, also wir müssen immer kleine Rätsel lösen und ich vermute mal, dass wir hier das jetzt da dran führen müssen. Ja. My friend could never stand having complimentary things apart. Even when they were light years away from him, he just had to put them together immediately. Sieht auf jeden Fall cool aus. Coole Idee, muss man sagen, ne? So, Press to Switch Angle steht jetzt hier. Ah, okay. Was haben wir hier wieder? Das war laut. Oh, Energy Source. Okay. Turn Page. Turn page and rebel question. Galaxy Nexus. Oh, and he meticulously kept his journal. Sometimes I would wonder if it was doing the thinking for him. Take quill, also wir sollen eine Feder nehmen. Catch idea. Ah, okay. The common theme to his prose was finding connections between things, getting into what makes them tick, no matter how alien they were to begin with. Okay, da steht jetzt, der alte Energiekern war sehr schnell leer und er braucht ein neues Ersatzteil oder so, Replacement. Okay. Ja. Ah, guck mal. Ah. Take a photo.
kind of a man who needed to take a picture of almost everything. Silly creatures, those humans. Leaky memories. He put the photograph into the journal. There was a perfect place just for it. Irgendeine Pilzart auf jeden Fall. Find linking symbol. Da oben, ne? Ah, guck mal hier. Pulled the big old zoom lever, as there was much more to see. Hier haben wir jetzt immer mehr Rätsel und Sachen, die wir erkunden müssen und freischalten müssen. Und ja, ein cooles Rätselspiel, würde ich sagen, ne? Ist auf jeden Fall mal was anderes, muss man so einfach sagen. Ice Planet. A gyroscopic lattice of slipperiness. In all the cosmic pantheon, you won't find a cooler place to hang out. Gelato. Ja, Leute, hier würde ich sagen, hören wir auch erstmal auf mit dem Gameplay. Wie gesagt, sollte eine kleine Einführung für euch werden, dass ihr auch mal nicht nur einen Trailer seht, sondern auch mal so ein bisschen Gameplay. Und ja, hier geht es jetzt immer wirklich... Ja, wir müssen eigentlich irgendwelche Bilder immer wieder uns anschauen und entdecken und ja, so eine Art Wimmelbild vielleicht, könnte man das so nennen, ne? Und dann immer wieder you should have seen him bank and neue Dinge entdecken. Those loops. A crazy kamikaze. Jetzt stört er mich hier. Und wenn wir es finden, immer ins Buch eintragen und so weiter und dann schalten wir hier immer mehr frei. Ja. Macht erstmal gar keinen so schlechten Eindruck und ich gebe wieder ab zum News Sebastian. Das war Stargaze und ja, sieht echt nett aus. Der Weltraum sieht mega aus. Also ich habe ja mit der Quest 2 gespielt mit dem Oculus Link Kabel und sah echt alles sehr, sehr gut aus. Hat mir echt gut gefallen und ja, es ist echt ein Spiel für so ja, ruhigere Stunden, sage ich mal, wo man einfach nur so ein bisschen entdecken will und ist vielleicht auch was für Kinder, also ist nichts ja, Brutales bei. Und ich glaube, sowas zu entdecken, das ist für Kinder mit Sicherheit gut und macht mit Sicherheit auch mega Spaß. Ich weiß nicht, wie schwer es nachher wird. Ich kann jetzt nur wirklich ein paar kleinen Minuten bewerten, die ich so ja, getestet habe. Aber macht einen guten Eindruck, kann echt ein nettes Puzzle-Game werden. Also wer auf Puzzle-Games steht, der ist hier mit Sicherheit gut beraten. Es ist leider nicht auf Deutsch erhältlich, also das ist schade, auch keine deutschen Untertitel. Und ja, da muss man schon ein bisschen Englischkenntnisse haben, um zu wissen, was der da von uns will. Also das ist jetzt schade, aber vielleicht wird es ja noch nachgereicht, wer weiß, wenn es sich sehr gut verkauft. Und ja... Warten wir einfach mal ab. Ich werde mit Sicherheit noch ein Gameplay-Video dazu machen. Momentan habe ich einige Spiele in der Pipeline, wo ich noch ein Video zu machen muss oder einen Livestream machen möchte. Und das ist eins davon und das wird mit Sicherheit noch gemacht. Und ja, das war Stargaze und kommen wir zum Hellsplit-Update. Ja, Leute, Hellsplit Arena ist auch einer meiner ja, Lieblingsgames, sage ich mal. Ich habe es echt viel zu wenig gespielt, aber es ist ein richtig, richtig geiles Schwertkampf-Game. Und ja, hier sehen wir auch, wie so unsere Gegner aussehen. Ich habe da 2 Livestreams von gemacht und hatte immer mal wieder vor, jetzt bald mal einen Livestream wieder zu machen. Aber ich glaube, mit dem Update, was jetzt kommt, werde ich definitiv das Game nochmal zeigen. Und ja, für mich, also ich liebe solche Schwertkampfspiele. Es ist einer der Must-Have-Titel in VR und ist brutal, hat super geile Grafik, die Steuerung funktioniert echt einwandfrei und ja, das solltet ihr euch echt mal anschauen und ja, alle Brillen werden unterstützt und Gameplay werde ich definitiv auch in die Infobox packen und schauen wir uns jetzt mal an. Halloween ist zwar vorbei, das schreiben sie ja auch, aber das Update wird am 25. November erscheinen und hat einige ja, Änderungen parat. Und wie wir hier sehen,
Alter, mit einer Mistgabel, ne? Er hat auch einen Hexenhut auf. Und sind halt Erweiterungen gemacht worden, Updates sind reingekommen. Hier sehen wir, eine Hexe wirft irgendwelche kleinen Bomben. Das ist am Samstag veröffentlicht worden, das habe ich gerade erst runtergeladen. Und wie wir sehen, es ist mega, mega brutal, wenn man den Kopf schon abreißen kann. Also, wenn ihr das Game habt und ihr habt schon länger nicht reingeguckt, schaut nochmal rein. Also, wie wir sehen, es hat sich einiges getan. Und ich versuche es definitiv jetzt bald nochmal zu streamen, weil das Game einfach geil ist. Ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht mit dem Controller gegen die Wände hau, weil ja, man verliert sich so schnell in dem Game und vergisst auch, wo man gerade steht. Und ja, wenn da gerade mal eine Wand steht und man will den Schädel von dem Zombie einschlagen, ist suboptimal, ne? Ja, also 20,99 meiner Meinung nach absolut nicht so viel für den Titel. Und ja, wenn ihr den noch nicht habt, schaut mal rein. Wenn euch das gar nicht zusagt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Game auf Steam zurückzugeben. Aber ich glaube, wenn ihr das Spiel gespielt habt, gebt ihr das definitiv nicht zurück. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Titel und das wäre Ride. Ja, Leute, am 8. Dezember erscheint Ride, The Eye of Atlantis. Und es ist ein Mystical Adventure, steht hier. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt weiter hier unterhalten, schauen wir uns definitiv jetzt mal den Trailer an. Und dann reden wir nochmal darüber. Welcome to Historia Time Travel. You have chosen the Atlantis Discovery Pack. We will transfer your mind into the body of an Atlantean of the time. Quick! We have no time to lose. You two shall perish. You are all responsible for our decline and for the loss of my beloved. You are going to pay! Ja, das sah ja schon mal gar nicht schlecht aus. Also so ein Puzzle-Game mit wirklich Story-Inhalt. Und jetzt gibt es noch einen größeren Trailer. Und den schauen wir uns jetzt auch an. The very first game of our studio, Oricalcum Pictures. Ride is inspired by old 90s point-and-click games in the likes of Myst or Knights of Baphomet. But tailored for this amazing and immersive technology that is VR. The game will lead you to the very heart of the myth. Also es ist inspiriert von Myst und Baphomets Fluch, habe ich das richtig verstanden? Ich bin mir jetzt nicht sicher. The logical city of Atlantis just before the cataclysm. You will solve enigmas, channel mystic energies, tinker with strange machineries, discover deep truths and maybe survive your adventures in this city plagued by secrets and betrayals. Our universe exists on two parallel timelines. Your adventure will begin in the year 2134 as a customer of the Historia Time Travel HTT company, which, mysteriously, found a way to transfer one's consciousness into a different body across space and time. You have chosen to travel to Atlantis. Your spirit will be transferred into the body of an old Atlantean fisherman. Okay, wie ich richtig verstanden habe, hat es mit einer Zeitreise zu tun und wir konnten in der Zeitreisenagentur entscheiden, wohin. Und dann konnten wir auch noch den Körper auswählen und sind ins alte Atlantis gereist und da beginnt unsere Reise. A choice which should allow you to witness the last day of the now lost city. What could possibly go wrong? So many things. During your adventures, you will meet multiple characters, each of them shaped by their own stories, motivations, and internal struggles. In order to deliver the best possible immersion and to offer an exceptional experience, we aimed from the very start of this project for the player to experience the game in one long stretch. The story of Wright began in 2015, when the Oricalcum Pictures team stumbled upon two books by the philosopher Plato, Timaeus and Critias. These two books offer amazing descriptions, both geographical and historical.
The Disney movie had a real impact on our vision. In order to give the player that... Okay, ich will jetzt nicht zu lang hier, dass wir uns die Sachen angucken, aber macht echt einen guten Eindruck, muss ich sagen. Auf den ersten Blick natürlich jetzt. Ne? Man muss natürlich das Spiel erstmal sehen. Und ja, positiv ist auch, wir haben deutsche Untertitel. Ne? Also wir verstehen dann auch die Story, wenn wir kein Englisch sprechen. Und ja, ich bin gespannt, was uns am 8. Dezember erwartet. Und vielleicht kann ich es ja auf meinem Kanal auch zeigen. Wer weiß. Ja, was sagt ihr dazu? Wäre das was für euch? Oder sagt ihr, nee, das sieht mir jetzt zu langweilig aus? Also ist eine gute Mischung wirklich zwischen irgendeinem Adventure und einem Rätselspiel, sage ich mal. Sowas wie Myst, ne? So sah es ja teilweise auch ein bisschen aus von den Rätseln. Ja, macht einen guten Eindruck. Und kommen wir zum nächsten Rätselgame. Also heute haben wir echt viele Rätselgames. Und das ist Plexus. Ja, Leute, kommen wir zum Oculus-Titel Plexus. Also er ist momentan nur für Oculus Rift und Rift S erhältlich. Oder halt mit der Quest 2 Oculus Link. Und ja, es ist ein Rätselgame, Puzzlegame. Und ja, auch da habe ich mal mir die ersten 10 Minuten so angeschaut und habe den ersten Rätselraum gelöst. Und macht erstmal einen guten Eindruck, wenn man auf Rätselgames steht, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal ins Gameplay und sehen uns danach wieder. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Hello there. I am? It's kinda complicated as I have been called by many names during my extent of being. Let's see. You can call me Plexus. Hi, Plexus. So, you asked for me, or at least you asked me a question. I have been asked that question many times throughout my existence. Sometimes as a joke. Sometimes out of fear. And sometimes out of curiosity and so on. It's difficult to explain, but I can guide you through it. Da kommt die Welt auf uns zu. Please, touch the earth to begin your journey. The paintings hold a story waiting to be told. A story stretched in time. And that's what you would need to solve this mystery. It's cool. Time. Look closely, as not all paintings are the same. The beginning here was nothing and that nothing exploded. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ah, guck mal hier. Und jetzt? Keine Ahnung, wir legen das mal hier hin. It is time for humankind to make an entrance on Earth. They were the first you. Everything started from here. And they became the planet conquerors you know your species to be. So, wie war die Entstehung der Erde, ne? Guck mal hier, ah. Hier kommt denn hier auch noch was raus? Da kommt auch noch ein. Okay. Okay, was haben wir hier? Hab ich mich erschrocken. Okay. Na, hier werden wir jetzt nicht erreichen. Time for humankind to make an entrance on Earth. They were the first you. Everything started from here. And they became the planet conquerors you know your species to be. Das hat auf jeden Fall echt cool gemacht, muss man sagen. Da ist ein Bild von diesem Teil. Muss man jetzt gucken, was hier anders ist. Na, hier ist so ein... Hier ist so ein Apparat, ne? Wo haben wir den Apparat? And what a journey you were set to take. Both literally and on the evolution sense.
The cave life soon was a thing of the past. Frequently, humans forget how to be good guests, how to walk lightly on Earth, like other creatures do. They learnt the hard way that everything is finite. All sources of energy, one day, shall come to an end. All things in essence, the stars were created, and from that very cosmic material, also you. The great explosion. The beginning of space-time itself. Ah, guck mal hier. Das hat doch bestimmt noch was zu sagen. Aber ansonsten haben wir eigentlich schon alles rausgeholt, ne? Was möglich war. Time for humankind to make an entrance on Earth. They were the first you. Everything started from here, and they became the planet conquerors you know your species to be. Guck mal hier. Ein Türgriff oder ein Fenstergriff? Oder gehört das hier dran? Nee, das sieht doch echt aus wie ein Türgriff, oder? Aber wo haben wir hier eine Tür? Okay. Nicht so viel Sinn, ne? Was wir hier sehen. Haben wir da noch irgendwas? Ach, guck mal, klar. Ha! Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, also gefällt mir. Auch wenn es nicht alles direkt ersichtlich ist, aber soll halt auch ein Rätselgame sein, ne? Hier ist der nächste Raum. Ja Leute, das reicht erstmal fürs Gameplay, würde ich sagen. Sollte nur einen ersten Eindruck vermitteln und wird es mit Sicherheit nochmal ein richtiges Gameplay geben. Und ja, ich gebe ab zum News Sebastian. Ja, danke Gameplay Sebastian. Ja Leute, das war das Gameplay von Plexus und ja, was kann man jetzt sagen? Also für einen Ersteindruck war es vollkommen in Ordnung. Das Game kostet 10 Euro und war eigentlich ganz nett gemacht für so einen Indie-Titel. Ich denke mal, das ist ein Indie-Titel. Und was jetzt schlecht ist, wenn Leute ja, kein Englisch sprechen, gar nichts verstehen. Ich weiß nicht, wie sehr man nachher auf die Sprache noch angewiesen ist, um Rätsel zu lösen, das weiß ich nicht. Jetzt das Rätsel, was ich hatte, konnte man eigentlich relativ so gut lösen, mit ein bisschen rumprobieren und gucken, war eigentlich ganz okay. Und ich bin gespannt, was noch so für Rätsel auf uns zukommen, wie abwechslungsreich die sind, wie schwer die sind die nachher unlösbar. Also für den Titel wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Aufnahme geben, aber wie gesagt, ich habe momentan einige Titel abzuarbeiten und da muss ich echt gucken, wie ich das schaffe und wann ich das schaffe. Aber ja, macht einen guten Eindruck. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es echt von Anfang an direkt... es gibt ja Spiele, da hat man von Anfang an ein schlechtes Gefühl und das hatte ich jetzt da echt nicht. Man muss diese Rätselspiele natürlich mögen. Aber wenn man die mag, ist man, glaube ich, bei Plexus ganz gut aufgehoben für 10 Euro. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen.
Wenn euch es gefallen hat, würde ich mich jetzt auf ein Like freuen. Und wir hatten letztens, glaube ich, 54 Likes in der News-Sendung. Vielleicht schaffen wir jetzt mal 60, wäre echt nice. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich echt auf ein Abo freuen. Denn ja, nichts ist wichtiger als Abos, um den Entwicklern und Hardware-Firmen zu zeigen, dass man Abos hat, dass man Views hat. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, wenn euch es gefallen hat, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Kommentare sind auch mega wichtig. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Games habt oder Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare rein. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.